Ein ganz liebes und herzliches Willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Altes Wissen für eine neue Zeit. Ich möchte euch heute gerne die Augustbotschaft übermitteln, was der August für uns für Energien in sich trägt, welche Botschaften er für uns hat, welche Aufgaben er für uns hat vielleicht. Für mich schwingt der gesamte August im Zeichen der Schnitterin. Ich bin ja zutiefst verbunden mit den Jahreskreisfesten, mit den Jahreskreiszyklen, mit Mama Erde und mit der Natur. Und die Natur zeigt sich ja jetzt in einer besonderen Fülle und Kraft noch einmal. Und auf der anderen Seite webt sich bereits das Vergehen ein. Der Herbst webt sich ein. Da rund um mich blühen schon überall die Zyklamen. Chrysanthemen blühen wahrscheinlich auch schon. Und auch die ersten Spinnweben sind schon sichtbar. Also es webt sich zu dieser Fülle und der Kraft, die wir im August erleben in der Natur, auch dieses Vergehen ein. Und der gesamte August hat ja auch mit der Kraft der Schnitterin zu tun. Über sie habe ich bereits gesprochen, das könnt ihr nachhören. Sie ist die Mama Erde selbst in ihrer Gestalt als Göttin, die jetzt ja mit ihrer Sichel erscheint und vor allem dem Getreide den todbringenden Schnitt bringt, damit die Ernte angenommen werden kann. Die Schnitterin ist unglaublich präsent heuer. Sie ist wirklich sehr, sehr nahe an unserer Seite. Sie lehrt uns den gesamten August immer und immer und immer wieder, dass wir jetzt gleichzeitig unser Feld immer wieder bereinigen, indem wir alles abtrennen, was nicht zu uns gehört. Und sie lehrt uns aber auch, in unsere eigene Kraft zu kommen, weil wir so diese eigene Ernte annehmen. Und diese innere Kraft spüre ich im August ganz besonders stark. Also mein Fühlen ist, dass uns der August ganz, ganz, ganz stark in die eigene Kraft führen wird. Vielleicht geschieht dafür noch einiges im Außen, sodass wir wirklich zurückgeworfen werden auf diese eigene innere Kraft. Das muss aber auch gar nicht sein. Vielleicht erleben wir es sehr bewusst und nehmen uns immer wieder eben genau diese Zeit, dass wir versuchen, unser eigenes Feld wahrzunehmen und zu bereinigen und alles das loszulassen, was nicht zu uns gehört. Wir nähern uns ja einem Neumond, der ist am 8.8., der wird auch das Löwetor genannt oder der 8.8. wird Löwetor genannt und heuer fällt der Neumond genau auf diesen 8.8. Bis zu dieser Zeit nehme ich noch eine sehr stark klärende, bereinigende Kraft. Also da wird es ganz, ganz stark immer wieder darum gehen, unser Feld zu bereinigen vor all den Fremdenergien, die sich immer wieder einnisten und uns ein bisschen aus der eigenen Kraft und Größe herausholen, aber es zeigen sich auch noch innere Themen, die auch noch in die Erlösung, in die Heilung finden möchten. Also es sind fast ein bisschen anstrengende Tage gerade, weil sich so vieles bereinigt. Danach nehme ich aber eine Zeit wahr, die uns eben immer mehr in diese Kraft hinein begleiten wird. Und früher hat man ja im August auch eine naturmagische Zeit zelebriert. Die kräuterkundigen Frauen sind hinausgegangen und haben ihre heilkräftigsten Kräuter gesammelt, ihre Hausapotheke gesammelt. Sie spürten und wussten damals noch, dass die Heilpflanzen im August ihre dreifache Kraft annahmen. Und so ganz allgemein nimmt das Leben im August eine erhöhte Lebenskraft an. Auch in uns zeigt sich diese dreifache Kraft. Und wenn wir das bewusst jetzt erleben, wenn wir bewusst eintauchen in diese Augusttage, dann kann es möglich sein, dass wir in uns eine erhöhte Kraft finden werden. Vor allem dann, wenn wir eben den Mut haben, diese Felder zu bereinigen, die uns genau an dieser Kraft immer wieder hindern. Die Schnitterin ist diesbezüglich sehr streng. Sie sagt, es braucht uns jetzt in unserer Kraft und sie würde uns wirklich unterstützen und helfen, diese Sicheln zu führen, die immer wieder sich sehr mutig und klar und auch aus einer Weisheit heraus für uns zur Verfügung stellen, das eigene Feld zu bereinigen und eben auch abzutrennen, was nicht mehr zu uns gehört. Ich liebe ja den August mit dieser Aufgabe und wie gesagt, mein Empfinden ist, das uns ganz stark in unsere eigene Kraft bringen wird. Dafür sind viele Pflanzen auch an unserer Seite, eben halt den Odermännig nur ein bisschen mitgenommen, den mag ich sehr, sehr gerne. Er ist als Räucherpflanze auch eine Pflanze, der das Feld ganz, ganz stark bereinigt. Also der nimmt wirklich fremde Energien von uns, auch Energien, die schon eingenistet haben und kleben geblieben sind. Und er ist aber auch eine Pflanze, die uns zu unserem, ja,
die uns zu unserer inneren Kraft erhebt. Alle gelbblühenden Pflanzen stärken das Selbstbewusstsein, stärken unsere Aufrichtung. Der Odermendi ganz im Speziellen lässt uns auch die eigene Stimme wieder erheben. Und da spüre ich ganz klar, dass so gegen Ende des Augustes diese eigene innere Kraft, diese innere Wahrheit, das, was wir sind, was wir zu geben haben, was wir zu sagen haben, nur mal wichtiger wird. Und da wird es auch wichtig werden, dass wir das dann ins Feld hineinschleusen, dass wir, ja, dass wir kraftvoll dastehen und auch Grenzen setzen zu Themen und Energien, die jetzt wirklich langsam ihr Ende finden müssen. Und da nehme ich fast ein bisschen so eine explosive Kraft im August wahr, wo wir so gegen Ende hin immer klarer diese alten Energien verabschieden, auch durch Trennen lösen. Da werden sie ein paar Menschen mutig zur Verfügung stellen und die Sicheln erheben. Und dann aber steigen wir so ein bisschen wie Phönix aus der Asche in eine ganz besondere Kraft auf. Und meine Wahrnehmung ist, es braucht uns in dieser Kraft. Es braucht immer mehr Menschen jetzt wirklich in dieser Kraft, in dieser Aufrichtung. Aber auch in dieser Weisheit, die der August auch mit sich bringt. Der August ist weise und der ganze Herbst ist weise. Da gehen wir schon immer mehr in das Alter der alten Weisen hinein. Und die Weisheit, die agiert eben auch aus der Weisheit heraus. Nicht aus der Emotion, nicht aus dem unerlösten Zustand, sondern aus einem sehr weisen, klaren Zustand. Ja. Und das sind so diese Hauptbotschaften des Augustes. Bitte nehmt euch immer wieder Zeit, das eigene Feld einzunehmen, das eigene Feld zu bereinigen, alles hinauszugeben, was nicht hineingehört. Versucht aber auch immer zu spüren, wer bin ich denn? Was ist denn das, was in mir ist? Was ist denn meine eigene Kraft, meine Aufgabe hier? Was sind meine Gaben? Was kann ich beitragen dazu, dass es in eine gute Richtung weitergeht? Dann wird es eben ein paar brauchen, die wirklich die Sicheln erheben und durchtrennen zum alten System, wo es jetzt echt notwendiger wird, dass man mit Klarheit auch durchtrennen. Ja, und dann schwingt der August trotz all dieser Aufgaben auch in einer tiefen Ruhe. So mit der Botschaft, in der Ruhe liegt die Kraft. Also wir dürfen jetzt wirklich auch immer wieder in die Ruhe zurückgehen, damit wir aus dieser Ruhe heraus in diese große Kraft hineinfinden. Gibt es sonst noch was zu sagen zum August? Ja, er war halt immer auch ein Frauenmonat, dass es so viele Marienfeiertage im August gibt. Maria Himmelfahrt, Maria Schnee, Maria Königin, Maria Geburt dann im September weist natürlich schon darauf hin, dass der August immer ein sehr starker Frauenmonat war, dass die weibliche Kraft sehr, sehr wichtig war. Und ich spüre ja, also ihr wisst es längst, also ich gehöre einfach zu denen, die immer und immer wieder sagt, es ist wichtig, dass sich diese weibliche Kraft jetzt erhebt und zeigt. Und ja, da lösen sich auch noch ganz viele alte Felder, auch Angstfelder im Weiblichen, weil wir Frauen ja wirklich sehr vieles auch erlebt haben, wenn wir uns präsentiert haben wenn wir gewirkt haben als Kräuterkundiger, als Priesterinnen und so weiter. Da spielt gerade ganz, ganz vieles mit herein. Eins möchte ich auch noch sagen, im August gab es früher auch immer diese heiligen Lichterscheinungen zwischen Himmel und Erde. Die Sternschnuppen kommen im August, Blitze treffen vermehrt auf die Erde ein, aber es gab auch Zeiten, wo die Menschen zu den heiligen Orten, vor allem zu den heiligen Steinen gegangen sind oder auf die Berggipfel und wo diese Lichtverbindungen zwischen Himmel und Erde vielleicht auch bewusst geöffnet worden sind. Also grundsätzlich kommt jetzt im August noch einmal eine Kraft herbei, wo sich die Dimensionen zwischen ganz weit entfernten Ebenen und der Erde letztendlich verbinden. Es gehen große Dimensionstore nur mehr auf, die aber auch wirklich mit Lichterscheinungen sichtbar werden können. Und früher haben die Menschen das wahrscheinlich mit ihren Gaben auch bewusst verstärkt, diese Lichterscheinungen zwischen Himmel und Erde. Die haben nicht immer von oben nach unten stattfinden müssen durch Sternschnuppen oder Blitze. Es gab auch diese Lichterscheinungen aus der Erde heraus in den Himmel hinauf. Und da dürfen wir uns auch noch ein bisschen tiefer hineinspüren, welche Dimensionstore sich da jetzt vielleicht gerade öffnen, wo wir auch spüren, es gibt große, große, große Hilfe und Unterstützung aus ganz anderen Dimensionen und Ebenen. Und ja, manche von uns haben eben auch diese Aufgabe, diese Tore zu diesen anderen Dimensionen zu öffnen. Ich persönlich spüre da auch sehr starke Kraft, die als Hilfe letztendlich auch für uns da ist. So, und das waren jetzt aber die wirklich wichtigsten Botschaften zum August. Stitchy hat sie zu mir gelegt. Stitch sagt auch noch auf Wiedersehen und wir gehen jetzt unsere Gassi-Runde fertig durch den Wald. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Monat und alles, alles Liebe.
vergesst nie, in der Ruhe liegt die Kraft.